Heute dürfen wir euch aus Stadt Allendorf begrüßen zum Spitzenspiel der Hessenliga zwischen dem TSV Eintracht Stadt Allendorf und dem SC Borussia Fulda. Platz 2 gegen Rang 4. Für die Brendel-Elf der Anfang von einem harten Restjahresprogramm. Es folgen Griesheim, Rot-Weiß Frankfurt und Hessen 3 Aich als Gegner. In den ersten Minuten der Partie ist Fulda noch nicht ganz wach und Fehlpässe häufen sich. Milankovic verliert den Ball an Daniel 4, 4 auf Häuser, weiter auf Williams, der ist richtig schnell über die rechte Seite. Bringt die Flanke in den 16er und aus dem Rückraum prüft Kevin Bartelt Keeper Mujicinovic. Die Stadt Allendorfer Chance ist gleichzeitig der Weckruf für die Borussen. Marc Jack schlägt die punktgenaue Flanke in den Lauf von Dennis Müller. Das macht er überragend, lässt Gaudermann einfach stehen, sieht in der Mitte Matja Porecki und Fulda geht mit der ersten Gelegenheit in Führung. Siebzehnte Spielminute. Milankovic und Dennis Müller erobern den Ball. Pass auf den Torschützen Porecki, der verzögert und sieht rechts außen. Das denn ernst? In der Mitte wird Marius Müller völlig alleine gelassen und das rächt sich direkt. Marius Müller kann einnetzen und erhöht auf 2:0. Ein Spielverlauf, den sich die Borussen-Fans wohl nicht erträumt hätten. Doch die Euphorie ist nicht von langer Dauer. 3 Minuten später zieht Bartelt ab. Der Ball wird abgefälscht und landet unhaltbar im Kasten. Der Anschlusstreffer, die Eintracht wieder dran. Das Tor bringt die Gäste aus dem Konzept und Stadt Allendorf übernimmt das Zepter. Vogt per Kopf auf Häuser und Mujicinovic verhindert den Ausgleich. Nun Ecke für den TSV. Bartelt führt aus. Der Keeper am Ball vorbei und da zappelt das Ding im Netz. Eine direkt verwandelte Ecke. Kevin Bartelt wird zum Held. Der Ausgleich alles wieder offen im Spitzenspiel. Kurz vor der Pause ergibt sich diese Szene. Marc Jaksch wird gelegt. Mohamed Arifi, der unbeteiligt war, macht deutlich, der hat doch den Ball gespielt. Schiri Patrick Werner zückt direkt gelb. Arifi beschwert sich weiter und sieht innerhalb von wenigen Sekunden zweimal den gelben Karton und muss vorzeitig unter die Dusche. Mitspieler Vidar Kovic bewahrt ihn vor Schlimmerem. Die zweite Hälfte startet mit einem Konter der Gäste über den eingewechselten Basu. Er kam zuvor mit alles für Jaksch und Milankovic. Basu auf Pomnitz, Pomnitz vorbei am Gegenspieler, unten steht Marius Müller und die Latte verhindert den Treffer. Vielleicht wäre der Pass die bessere Alternative gewesen. Trotz der Unterzahl halten die Gastgeber ordentlich dagegen und wären hier fast in Führung gegangen. Yildirim verpasst den Siegtreffer knapp und ärgert sich hier. Während Trainer Sikaya Probleme mit der Kappe und der Leistung des Schiedsrichters hat. Alles war drin, Zweikämpfe, Tempo, Torausszene, 4 Tore, alles gut. Aber wie gesagt, der Schiedsrichter muss auch mitspielen. Wie gesagt, das war jetzt kein hartes Spiel, das hat uns ein bisschen aufs Konzept gebracht. Da konnte man komplett Faden verlieren. Aber wie die Jungs die zweite Halbzeit zusammen gerauft haben und wie die Leidenschaft gekämpft und geackert und jeder für den anderen gelaufen, das war überragend. Noch einmal Respekt vor Mannschaft. Ja, unterm Strich, klar, überwiegt ja so ein bisschen die Enttäuschung, dass wir in der zweiten Halbzeit da nicht den Siegtreffer da gemacht haben. Stadt Allendorf war trotzdem gut organisiert noch, muss man sagen. Hat die eine oder andere Offensivaktion dann auch noch gehabt. Aber wir haben es dann ein bisschen schlecht ausgespielt, muss man sagen. Ja, also wir hätten da ein bisschen mehr mit diagonalen Bällen operieren müssen, das haben wir nicht gemacht. Die Riesenchance von Leon Pomnitz, unterkante Latte noch gehabt, wo er einfach wahrscheinlich querspielen muss und Younes Basu hält den Fuß hin. Klar nehmen wir den Punkt mit, unterm Strich muss man sagen, war heute aber aufgrund der zweiten Halbzeit nicht mehr drin gewesen. Ja, wir haben 2-0 geführt, haben 15 Minuten richtig überragend gespielt. Wo wir auch verdient 2-0 in Führung gehen und bekommen dann einen Anschlusstreffer, der vermeidbar ist. Und danach das 2-2, wo wir 6-7 Ecken hintereinander haben und konnten nicht klären, das ist dann halt ein bisschen unglücklich. Und ja, dann kriegen die noch eine gelb-rote Karte. Und in der zweiten Halbzeit haben wir noch die Chance zum 3-2 und mit einem Mann weniger. Wir waren spielbestimmt, meiner Meinung nach, und haben dann auch noch die Chance durch Leon, wo wir 3-2 in Führung gehen können. Und wenn man das so sieht, dann ist man schon ein bisschen enttäuscht.